Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shadowlorn. Ja, beim letzten Mal haben wir weiter Nebenmissionen gemacht, was wir eigentlich schon seit wie vielen Parts machen wir das eigentlich schon? Aber egal, naja gut. Also, ich bin mal ein bisschen auf dem Wolkenbrecher nach rumgelaufen, hab mal ein bisschen NPCs angequatscht, um halt zu gucken, ob noch weitere Missionen triggern, und dann habe ich halt das getriggert, als ich mal die Eile angequasselt habe. Liebe Besatzung, ihr dürft euch selber kräftig auf die Schultern klopfen. Dank euren unvergleichlichen Fähigkeiten könnte der Wolkenbrecher unbeschadet von der Insel entkommen. Das gehört zu unserem Job, Chefin. Wir haben schließlich geschworen, sicherzustellen, dass eure größte Erfindung nicht zustößt. Ach, jetzt hör schon auf mit eurer Bescheidenheit. Warum redest du mit ihm im Plural? Na egal. Aber im Ernst, ich, so froh ich auch bin, dass der Wolkenbrecher keinen Schaden genommen hat, ist viel, viel wichtiger, dass ihr alle unversehrt geblieben seid. Erfindungen können neu gebaut werden, aber eine Besatzung wie ihr, auch nur einen von euch zu verlieren, ich hätte keine Ahnung, was ich tun würde. Direktorin Ayla, es ist ein absolutes Vergnügen, unter euch dienen zu dienen. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht dankbar dafür sind, auf eine so aufrechte, gütige und schöne Chefin zu haben. Oh, Entschuldige, ich habe gerade nur wieder dran gedacht, wie glücklich ich mich schätzen kann, von einem Haufen der zuverlässigen Leute umgehen zu sein. Okay. Ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Von diesem Tag an werde ich an Freudanster aller Seite bleiben, was auch kommen mag. Okay, gut, das war jetzt nicht unbedingt etwas, was ich erwartet hatte. Gut, reden wir noch mit. Die steht auch schon so lange dort. Mann, ich dachte vorhin echt, wir werden erledigt. Wenn Pyra nur eine Sekunde später abgetaucht wäre. Ja, hab ein bisschen Zeit gelassen, sorry. Lass am besten nicht drüber nachdenken, okay? Sie muss gespürt haben, dass wir in Gefahr sind und kamen, um uns zu retten. Und diese Empyria ist eine Verbündete von euch? Ja, genau, eine alte Kampfgefährtin aus unserer Welt. Naja, Gefährtin ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Wie ihr bestimmt bemerkt habt, ist sie nicht unbedingt ein warmer und freundlicher Typ. Ja, aber es heißt auch lange nicht, dass ihr alles egal ist. Wo wir herkommen, gab es diesen Oberbösewicht, der versucht hat, eine Menge Chaos zu verursachen. Das Ende der Welt und so. Und Pyria kam genau in dem Moment angeflattert, als wir dringend Hilfe benötigt hatten. Und mit ihrer Hilfe kamen wir den Kerl des Tragböge verpasst, die sich gewaschen hat. Stimmt schon, sie ist keine, mit der man ein Pläuchchen halten oder ein Bier in der Kneipe trinken könnte. Aber ihre Bezeichnung Kampfgefährtin lässt es ganz genau gut zusammen, finde ich. Wahnsinn, nicht jeder kann zwischen den Dimensionen hin und her reisen, hin und her springen, vorgeartige Überwesen zu seinen Freunden zählen. Zwischen Dimensionen hin und her springen, Freund. Aber natürlich, sie ist diejenige, die dich hierher gebracht hat, damit ihr helfen könnt. Boah, echt, ey, auch mal drauf gekommen. Obwohl, warte mal, er kennt ja nicht den Hintergrund. Na gut. Ein Schuss, ein Treffer. Mann, meine Idee kann man echt nichts vormachen, was? Sie war besorgt, weil sie die Störung im Gefüge unserer Welt spüren konnte. Das ist nicht mehr als eine Vermutung, aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie es auch war, die Alena und all die anderen hergebracht hat. Denkst du? In dem Fall schuldet ihr natürlich ein großes Dankeschön. Euch allen kennenzulernen ist, um mit euch Freundschaft zu schließen, ist die reinste Freude. Wir werden dir danken, indem wir Shadak besiegen und unsere Welt wieder in Ordnung herstellen. Klingt nach einer guten Idee. Okay, gut. Ich hätte mal auf die Idee kommen, um mit ihnen zu reden. Medici? Nein. Nee, sorry, du. Nein, auch nicht interessant. So, reden wir mit Doric. Mit der wird sicher etwas. Dachte ich mir. Tapfer Hauptmänner, es gibt etwas, was ich mit euch schon lange sagen wollte. Aber in all den Trubel hat sich bisher nie die richtige Gelegenheit ergeben. Lorn, Lili, die alten Wächter sind wahrlich stolz auf euch. Dank euch ist es gelungen, Velasco zu besiegen. Wie stark ihr geworden seid. Alleine hätten wir es niemals geschafft, Eure Majestät. Ohne eure und alle unserer Kameraden Hilfe wären wir zweifellos umgekommen. Und außerdem sind wir noch nicht ans Ziel. Es gibt dann noch eine Kleinigkeit mit den kürzlich wieder erwachten und vom Rachegelüste erfüllten dunklen Drachen zu erledigen. Ach, ja, Zeit. So ist es. Und mit ihm immer und noch immer kein reifes Licht, der uns bei unseren Unterfangen helfen könnte. Oh, Leute, denkt doch mal nach. Ja, Shadrach ist der Fürst der Nacht. Ein dunkles Gottwesen, dessen Macht jener der Göttin nichts nachsteht.
Die finsteren Kräfte, über die er verfügt, sind um ein Vielfaches stärker als selbst die Velasquez. Mit anderen Worten, ohne den Reich des Lichts besteht definitiv keine Chance, dass wir den Kampf gegen ihn gewinnen werden. Aber wozu Kuckuck ist der Reif? Wenn wir auch nur die leiseste Ahnung hätten. Ich würde da reingehen und dem mal ordentlich mal sagen, was ich dazu zu sagen habe. Aber es geht nicht. Verzage nicht, meine Liebe. Mein Lieber. Das hat sie gesagt, aber egal. Genau diesen Augenblick suchen meine zuverlässigen Männer nach das ganze Reich nach ihm ab. Der Reif wird schon bald gefunden werden. Lass uns in der Zwischenzeit dafür Sorge tragen, dass die Bevölkerung Amorias in Sicherheit gebracht und die Hauptstadt in der Attacke Shadrach vorbereitet wird. Ja, wir müssen alles unsere Machtstehende tun, bevor Shadrach eintrifft. Auf nach Amoria. Ach, das hat Zeit. Das hat Zeit. So, dann können wir noch Post lesen, ne? Fanbriefe und so. Der Händler. Sucht ihr nach diesem Buch. Hallo, ich bin Händler und verdiene mein Geld, damit Leuten Dinge abzukaufen, die sie nicht brauchen, um sie ihnen zu verkaufen und dieses zu. Zufällig ist mir ein gewisses Buch in die Hände gefallen, von dem ich glaube, dass seine Majestät danach sucht. Falls ihr es sehen wollt, kommt ins Lagerhaus nach Ingenua. Bestimmt kommen wir ins Geschäft. Ich freue mich auf unser Treffen. Ein unternehmischer Geist. Und der Schachtmeister. Weltbeste Brautstrauß gesucht. Alter. Die Handschuhe sind hinreißend. Die sind blütenweiß und ein Beispiel höchster Handwerkskunst. Ich dachte schon, ich würde ein paar Fäustlinge bleichen müssen, aber das hier ist viel besser. Jetzt haben wir beinahe alles zusammen, um meine Bärle die Hochzeit zu ermöglichen, die ihr gebührt. Bis auf eine Sache, den Brautstrauß. Natürlich kann es nicht irgendein Strauß sein. Für den großen Tag meiner Prinzessin ist nur das Beste gut genug. Aber ich kenne mich mit Blumen nicht aus. Irgendwelche Ideen, quasi bereit für den großen Tag, der Schachtmeister. Alter Falter. Der Mann liebt seine Tochter. Meint ihr, wir haben endlich den Kerl gefunden, der diesem Bandit das Buch abgekauft hat? So sieht's aus. Wobei wir keine Gewissheit haben werden, bis wir das Buch mit eigenen Augen gesehen haben. Nun, da bleibt nur eins. Reise nach Ingenua und treffen uns mit diesem Händler. Weißt du, Jessica, seitdem du mir in den Kopf gesetzt hast, dass der Schatz ein Zauberbuch sein könnte, bist du ganz aus dem Häuschen. Du willst doch nicht nur so dringend zurückholen und selbst ein Bierglein riskieren, oder? Das ist ja unerhört. Du bist der Einzige, der so hinterhältig wäre, das zu tun, Jengis. Ich will lediglich das kostbare Buch seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Und überhaupt, selbst wenn ich vorher ganz kurz hineinsehe, tät's doch niemandem weh, oder verdoch? Klar doch, ganz kurz, wer's glaubt. Ach, sei still. Im Ernst, Jengis, manchmal bist du schlimmer als meine Mutter. Oh Gott, die war schlimm. Sag du mir nicht, ich soll still sein. Du bist ein Unrecht. Ihr müsst ja das Benehmen entschuldigen, Euer Majestät. Wir brechen nach Ingenua auf, sobald er ausgenörgelt hat. Ausgenörgelt. Sicher möchte er zu seinem Buch so bald wie möglich zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jessica und Jengis so gute Freunde oder Todfeinde sind. Was ich lieb, das neigt sich. Das weiß auch jedes... Nein. Die Mission verhögerter Schmöker ist. Nein, 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 nicht was sie lieb, was denkt nicht. Die sind nur Freunde. Ernsthaft so. Weil, Achtung, Dragon Quest 8. Egal, das musst du kurz warten. Dragon Quest 8, die Herzangelegenheitste von Jengis ist Rote Elster. Und ich habe ja schon wieder Videos gesehen zum Release zu der 3DS-Version. Und ich werde sie mir definitiv kaufen, weil die ist geil! Einmal gibt es zwei weitere Charaktere, die vorher nur NPCs waren, auf die ich mich jetzt schon freue. Unter anderem Rote Elster. Und wer will nicht verraten? Ganz einfach, ich will nicht mehr verraten. Leute, ich kann schon mal sagen, das Spiel ist aus und kauft es euch. Ich mache jetzt schon Werbung für ein Spiel, was noch nicht mal rausgekommen ist. 20.01. Jetzt will er auch noch, dass sie ihn einen Brautstrauß besorgen. Meine Güte, man reicht den Schachtmeister den kleinen Finger und ihm gleich die ganze Hand. Ich glaube eher den ganzen Arm. Nun, es geht schließlich um seine geliebte Tochter. Es ist ganz natürlich, dass ihn für seinen Hochzeitstag, für ihren Hochzeitstag, das Beste gut genug ist. Ja, aber es könnte ganz schön knifflig werden. Schleifen und Handschuhe, meinetwegen, aber besondere Blumensträuße? Ich bin nicht einmal sicher, worauf er hinaus will. Eventuell meint er Blumen, die wieder eine besondere Bedeutung zugesprochen wird. Eine Art Symbol. Nun, wenn ihr nach besonderen, bedeutsamen Blumen sucht, dann liegt sie mit Pertunien aus Wiegenweide genau richtig. Sie sind ebenso selten wie schön und welken nie. Was könnte eine Braut nicht mehr wünschen? Die klingt einfach ideal.
Eiler, reise gleich nach Wiegenwalde, ja? Moment, diese Blumen sind also so dünn gesät, sagst du? Bist du sicher, dass die Wiegenwalder nichts dagegen haben, wenn wir welche pflücken? Keine Angst, wenn ich mit der großen Mutter Mittlerin erkläre, wozu wir sie brauchen, überlässt sie uns so viele, wie wir wollen. Kommt, reisen wir nach Wiegenwalde. Ich schreibe der großen Mutter Mittlerin und kündige unser Kommen an. Ist ja immer ihre Großmutter. Blumen für die Braut. Und ich muss doch, fällt mir ein, ich muss doch die Mission von Maya abschließen, abgeben. Upsi, voll vergessen. So, dann würde ich sagen, erstmal melden. So, Grooven the Geister. Fall groovy. Pop. Sehr schön. So, was ist das? Belohnung? Well done. Chrono-Kristall. Chrono? Falsches Spiel! Na egal. Chrono ist eigentlich Zeit. Verhöken. Das interessiert mich jetzt sogar ein bisschen mehr. Das will ich, also die will ich jetzt als nächstes angehen, ehrlich gesagt. Und Blumen für die Braut. Ich kann schon denken, wie ich das dabei haben muss. Ich versuche es erstmal ohne. Also Jessica und Jenga muss ich definitiv dabei haben. Und Text. Oh, so Kuckuck. Wieso war ich mir sicher, dass ich auftreten kann? Mach dir doch nichts. Die Ältesten der Elben wird hochzufrieden mit deiner Darbietung. Seine Geister haben für zumindest ein Jahr genug gesehen. Es ist bemerkenswerter Zufall, dass zum zweiten Mal in Folge während eines Monsters angekommen sind. Ob das nun Glück oder Pech ist, ist eine andere Frage. Vielleicht ist es gar kein Zufall. Kann doch sein, dass auch die Monster meiner tanzen sehen wollen. Herrje, ich sagte doch, meine Beliebtheit ist ein Fluch. Kaum bin ich in dieser Welt gelandet, schon folgen mir die Massen an eurer Schritt und Tritt. Dann warst du also in deiner eigenen Welt genauso berühmt? Oh, hast du dich erzählt? In meiner Welt habe ich immer in der Stadt Lams Leises Feiere getanzt. Ich hatte jeden Abend volles Haus und wenn ich auf die Bühne kam, rief das ganze Publikum meinen Namen. Bei deinem Hüftschwung hast du sicher auch reichlich männliche Bewunderer, oder? Aber natürlich, mehr als reichlich. Jeden Abend kamen die knackigen Kerle, um mir beim Tanzen zuzusehen, und nach jedem Abend wollten sie mehr. Leider hat einer von ihnen je meinen hohen Ansprüchen genügt. Du hast einen Brief bekommen. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Na komm, lesen wir den auch noch eben. Da haben wir heute mal einen reinen Story-Part. Schön wär's. Ihr wollt Action! Ich hab's doch gesagt, Zirkuk. Hab ich dir sogar Zirkuk gesagt? Ich weiß nicht, egal. Ich habe gehört, dass in euren Reihen eine begnadete Tänzerin befindet. Ein Fräulein Maya, wenn ich mich nicht getäusche. Ihre beispiellosen Talente sind auf den Straßen von Zirkuken aller Munde. Ich war so frei und habe eine Bühne in unserer Arena vorbereiten lassen, damit unsere Bürger ihre Kunst mit eigenen Augen bestaunen können. Glaubt ihr, sie wäre damit einverstanden, unsere bescheidene Stadt einen Besuch abzustatten? Bühne frei für eure Ankunft, der Bürgermeister von Zirkuk und Bob. Maya, hast du schon gehört? Der Bürgermeister von Zirkuk hat eine Bühne in der Arena bauen lassen. Endlich kann ich zeigen, was in mir steckt. Wenn nicht. Ich werde einen Auftritt hinlegen, in dem die königliche Hochzeit von Endor wie ein Landstreicherpicknick erscheinen wird. Mein herzhaftes Glückwünsche, meine herzhaften Glückwünsche, Maya. Dieses Mal, ihr werdet gewiss sich vorfinden, Bühne, die gerecht wird eurer Strahlung. Ich verhoffe, über wunderliches Leben Maya beim Tanz zu sehen. Bevölkerung von Zirkuk wird vergehen Gehör und Sehen. Und ab, ich muss nur einmal mit den Hüften wackeln und schon habe ich alle um den Finger gewickelt. Nun, worauf warten wir noch? Auf nach Zirkuk, auf zum Ruhm. Die Mission Mambo für die Massen, okay? Warum nicht? Mambo für die Massen auch. Auch wieder so ein schönes Wortspiel, finde ich. Na gut, nicht direkt ein Wortspiel, aber klingt schön. Mission annehmen. Mambo für die Massen. Ich frage mich, wie viele Missionen ich jetzt eigentlich schon fertig habe. Naja, gut, werden wir sehen. Ja gut, okay. Das schauen wir mal an. Verschiedenes, Mission einsehen. Glaube ich 5. 103, Mambo für die Massen. Okay, eine wird feilen. Okay, und dann habe ich hier das Kaltjahrvieh. 75 Missionen haben 78, das heißt, wir sind auf 82 Missionen derzeit.
Und da sind noch ein. Das sind nur die abgeschlossenen. Ein paar Lücken sind ja auch noch drin. Okay. Gut, dann wie gesagt, Alter. Obwohl. Ich würde eigentlich eher sagen, die Jäger sind bisher mit. Wir machen ja erstmal die Mission mit. Das Buch würde mich echt auch gerade interessieren, was da mit sich auf sich hat. So, aber ich würde sagen. Doric geht mal raus für Jessica. Weil Doric einfach das höhere Level hat. Halt mal, Moment. Was hab ich da gerade so Blödsinn erzählt? Doric hat das geringere Level. Bin ich doof oder was? Ich nehm dich mit den höheren Level raus. Moment mal. Boah, bin ich doof. Ich bin doof. So, dann wegen Walde war es nicht. Sirkuk? Nee, das war auch nicht. Ingenua, genau, da war's. Verhökelter Schmöker. Der Banditenboss hat gestanden, fraglichen Folianten an fahrenden Händler verkauft zu haben. Aber als dieser erfährt, dass es sich um ein Diebesgut handelt, schreibt er den Gefährten mit der Bitte, ihn nach Ingenua zu besuchen. So. Okay. Wollen wir mal sehen. Bitte nicht verteidige den Typen, bitte nicht. Das ist meinetwegen, kämpfe dich durch bis zum Lagerhaus, aber nicht verteidige den Typen. Das ist verteidige Typen, scheiße. Potztaus, das ist halt überall, über Monster, überall bis oberkante Unterlippe. Pech wie immer, hoffentlich ist der Händler, der uns den Brief geschickt hat, nicht zugestoßen. Hoffe ich auch. Und wenn er nicht rechtzeitig weggekommen ist, könnte es echt übel für ihn aussehen. Komm schon, wir müssen nachsehen, ob es ihm gut geht. Och nö! Somebody help me! Ernsthaft? Du wirst auch noch eine lebende Statue besiegen! Leck mich doch am Ärmel! Aber scheinbar ist das einzige wirklich Schlimme in der Mission. Ich muss wahrscheinlich bei einer Schicht jetzt nicht schnell genug Platz kriegen, weil ansonsten ist halt der Händler down, ne? Händler down. Gut, Tür hat sich geöffnet. Ich gehe mal davon aus, dass da drin nicht allzu viele Monster sind. Nö, es geht. Die Monster drin sind wirklich nicht ganz so schlimm. Ja, das ist wirklich. Ja, gut, aber der Händler verfällt nichts aus. Das ist das Problem. Jetzt sehe ich es. Das ist das Problem an der Mission. Der Händler hält fast nichts aus. Aber gut, es sind ja nur wenige Monster, die jetzt bekämpfen sind. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt zu einfach. Ja, so ziemlich. Ja, sind wir. Bitte sag mir, dass du ihn noch hast. Bitte sag mir, dass du das noch hast. Es ist weg. Ja, okay. More bleeding monsters. Sorry, mate, but you'll have to wait till we get out of here. Interessant. Okay, dann machen wir. Wow, was ist das für einer? Ein goldener Drache. Okay, oder gelb. Okay, it's not exactly a shortcut, but I know how we can get around that thing. Follow me! Okay, also ich kann entweder das Ziel platt machen oder ich die Abgabe des Händlers. Erstmal will ich aber die ganzen Monster platt machen. Autsch. Damit den Händler nichts zustößt. Och nein! Und der rennt einfach durch. Ist er bescheuert? Hat sie sich gerade? Oh Gott! Die Mission wird kacke. Ich sag's ja schon. Die Mission wird kacke. Oh Gott. Okay, gut positionieren. Und Tschüssikowski, Asis.
Gut, hinter mir sind noch ein paar Gegner, aber egal. Alter Falter. So, der Schwimmwechsel hier ist schon mal weg. Ist schon mal etwas. Kann ich nicht einfach das Monster platt machen? Noch mehr Schwimmwechsel. Ach, leck mich doch ab. Okay, gut. Weil ich erstmal die unten direkt. Ich meine, der ist ja schon in der Nähe. Oh boy. Das kann was werden. So, sehr schön. Okay, jetzt wieder hier die wieder hier platt machen. Ist da nichts dabei, ne? Du kommst schon in die Welt. Okay, der Schwimmwechsel ist da oben. Hä? Ach, der ist da oben. Okay, der Händler hat wieder Schaden bekommen. Nicht gut, nicht gut. Och, leck mich doch am Ärmel. Weil wir wissen nicht, dass hier runter. Der ist natürlich mit dir runtergesprungen. Was soll die Kacke? Ich schlafe jetzt. Oh! Nein, bin ich wieder wach? Dürfte ich mal bitte wieder? Och, leck mich doch am Arsch. Was soll die Kacke? Hallo, ich will wieder mitmachen. Dann wieder mitspielen. Danke. Ist doch am Ende. Was soll das? Was zum Henker soll das? Was hat das denn für eine Verarsche? Und ich komme nicht dazu, den Schutzwechsel zu attackieren, weil der blöde Händler hier weg steht. War eine blöde Idee, hier runterzuspringen, glaube ich. So, dann noch hier der Chimäre. Gut, das ist auch weg. So, würdest du jetzt dann bitte mitkommen? Nein. Ja. Kommst du mal bitte mit? Och, nö, ich stopp jetzt. Ja gut, Leute, das Problem ist, ich kann ihn auch nicht alleine lassen. Das ist natürlich auch noch gebannt. Ja, wo sind die denn? Was soll die Kacke? Ah, jetzt ist er wieder. Sehr gut, jetzt läuft er wieder. Ah, endlich. Na schön. Ja, so kann ich wieder stehen, aber kein Problem. Kein großes jedenfalls. Okay, der Schwimmwächter ist da oben. Okay. Hoffen wir mal, dass es keine blöde Idee ist, was ich jetzt mache. Gut. Okay, dann ist das mal hier die Magie hier. Der Schaman oder was auch immer hier. Und jetzt der Schwimmwächter da selbst. Verdammte Axt! Nur ein bisschen das Gold noch mitnehmen. Die Zeit habe ich. Eigentlich nicht, aber egal. Ja, kommt schon. Der Schwimmwächter muss weg, ansonsten geht es nicht weiter. Der Händler wird halt immer wieder vom Monster belagert. Oh, gut, aber der Schwimmwächter ist so gut wie erledigt. Sehr gut. Wenn ich nicht die Monster, die hier rausgekommen sind, platt machen. Autschi! So, und jetzt kann ich mich hier an den Händler kümmern, der gerade wieder attackiert wird. Wozu kommt die denn her? Ja. Wow. Okay. Goodness me. You lot certainly can handle yourselves. Ja, was auch immer. Bewegt sich wieder? Jawohl. Die Chimäre da unten kann jetzt mal egal sein. Ja, dann geh weiter. Ja.
Gut, schön. Wie, jetzt kommt noch mal ein Sturm weg. Ich hab's doch nicht mal ausgesprochen! Ich hab's doch nicht mal ausgesprochen! Oh, das ist so wahr! Ich hab's in den Mund genommen. Ich hab den Satz nicht mal beendet. Das ist, ich war das Wort ausgesprochen, komplett ausgesprochen und schon kommt's. Das ist doch na. Na komm, die ist auch noch hier. So, sehr schön. Ich glaube, jetzt ist ein klares Schiff hier. Ich hasse diese blöden Mistviecher. Ja, ich bin. Du, Freundchen, komm mal ab hier. So. Egal, komm. Ah, mein Gott, diese Mission ist wieder so. Diese Beschützermissionen sind echt sowas von anstrengend. Das wird auf keine Kuhhaut. Wie man so schon sagt. Autsch. So. So, jetzt noch hier die Magier vernichten. Ich sag's euch, ich darf gegen den Drachen so kämpfen. Das steht so fest wie das Amt der Kirche. Ja, ich sag's doch. Ich und noch ein Schlumpfwächter. Willst du mich verarschen? Ach nein, auch noch hinter uns. Ach komm schon. So, da hole ich erstmal alles. Da hole ich erstmal alles drauf, was ich habe. Oh, leck mich am Ärmel. Okay. Ja, ich weiß, aber Problem ist, ich brauche ja auch. Leck mich am Arsch, warum ist das so viel? Warum ist hier so viel los? Mein Gott! Autsch, das war nicht meiner. Da kommt der Goldgrunnen, wenn ich den besiege, dann. Sehr gut. Aua! Wo ist er überhaupt? Wo ist er? Ah, hier ist. Oh, mitten in der Monstermasse. Hörst du mich verarschen? Ja. Oh nein, ich bin eingeschläfert. Och nein, ich zahle dir die Mission wieder. Leute, ich verkack das. Weil ich mich nicht bewegen kann. Nein, ich nicht. So, geht doch. Oh, diese blöden Fellmonster. Oh, das ist echt das. Die sind echt das Schlimmste, ohne Witz. So, jetzt hier irgendwie. Nein, ich kann immer noch nicht. Gut, die hat wenigstens was da oben geschafft. Gut. Da ging erstmal entgegen. Oh shit! Okay, der Gold, der muss doch weg, der muss hier weg, der muss hier weg! Oh nein, der Media ist immer noch irgendwo. Ah, da ist er. Ich verstehe, ich. Oh Gott! So. Ein bisschen zielen und so, weg da. Heilige Scheiße! Ich hasse diese Beschützungsmission, die sind so anstrengend! Na komm, komm, geht drauf. Gut, der ist schon mal weg. Wo ist der denn wieder? Ah, der ist da hinten. Okay, er wird von den Goldgolem da und den. War das. Da gut, okay, der fällt. Ah! Okay, der Goldgolem, wenn der weg ist, ist auch schon mal gut. Komm schon, gleich ist er weg. Na komm schon, er kann nicht mal so viel Leben haben.
sag ich doch. Oh. Okay, ist noch der Drache, offen, wie es aussieht. Ja, es ist nur noch der Drache übrig. Ah, ja, ja, der Händler hat es so gerade eben noch geschafft. So, der schreckliche Drache ist gleich erledigt. Wow. War wieder eine ultra anstrengende Mission. Ey. Die hat so leicht angefangen. So. Er sagt klar, aber es ist so klar, als ob du den kämpfen darf. So. Okay, der Part hat mehr als Überlänge, aber egal. Ist egal, jetzt ist der Moment. Oh ja, die Waldfee. Puh, schätze, dass wir das erste Mal aus dem Gröbsten raus sind. Alles heil geblieben, Kumpel? Ja, dank eurer Hilfe. Wärt ihr vorher nicht ausgetaucht, wäre ich jetzt wohl... Naja, das ist wohl besser, gar nichts drüber nachzudenken. Danke, ihr habt was gut bei mir. Ach, nicht der Rede wert. Wirklich. Also dann können wir wieder auf das Buch sprechen. Das, was ihr von den Banditen gekauft habt. Ja richtig, das Buch. Also ich hatte es in meinem Besitz, aber dann sind die Monster in mein Warenlager eingebrochen und also haben die den ganzen wertvollen Kram gekrallt und sind abgehauen, stimmt's? Tja, da kann man wohl nichts machen. Moment mal, soll das heißen, sie haben sich auch aufs Buch in den Nagel gerissen? Verfetzt und zugenäht! Großartig, jetzt sind wir genauso weit wie vorher. Ja, das war ein ziemlicher Satz mit X, will ich mal behaupten. Doof. Alter. Diese Mission. Ich hätte ahnen müssen, dass sie heftig wird. Was gehe ich da auch kurz vor Part Ende nochmal rein? Aber nein! Na gut. Dann will ich mal sagen. Oh, ein Mini-Dial gab es. Leute, im nächsten Part gebe ich die Mission ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.